Hallo liebe Discgolf-Gemeinde, Rolf ist zum dritten und leider letzten Mal mit der Filmberichterstattung am Start. Wir befinden uns bei den 33. Deutschen Discgolf-Meisterschaften aus Potsdam. Und bevor wir das Open-Finale zeigen, begrüße ich meine lang erwarteten Gäste Bass gegen Bass. Zum einen ist das Greg Marter. Hallihallo. Und der TD dieser wirklich gelungenen deutschen Meisterschaft, Daniel Blank. Hallo Rolf, hallo Fangemeiner, hallo Greg. Schön, dass ich hier mit dir mal eine Runde kommentieren darf. Ich bin schon gespannt. Ich habe ja schon ein bisschen was gesehen. So, wir starten. Bahn 1, die verlängerte, die Crossbahn. Hier über das Relief. Hinten einmalig dieser Korb versenkt im Deck. Für alle, die die Bahn noch nie gespielt haben, kommt nach Potsdam, spielt sie. Es ist einfach geil. Und Greg, magst du auch nochmal sagen, was denn Relief bedeutet? Das Relief natürlich ist... Der Volkspark hat leider morsches Holz am Deck festgestellt und muss das jetzt aus versicherungstechnischen Gründen abzäunen. Und es gibt einen kostenfreien Relief, falls man da reinwirft. Man muss halt dahinter steigen und weiterspielen. 114 Meter ist die Bahn lang. Hier empfiehlt sich der Enheiser. Ja, da hat Domi ein bisschen zu wenig Gas gegeben, liegt im Relief. Hat einen Relief. Zum Relief. Ganz genau. Hier ist der Michi Stelzer. Ja, schön gespielt eigentlich. Also ja. Wunderbar. Diese Bahn ist halt toll für diesen S-Kurven-Shot, der jedem Discgolfer viel Spaß macht. So, mal schauen, was Domi jetzt hier rauszwirbelt. Oh, ein bisschen kurz. Ein bisschen mau, ja. Ja. Jerome. Jerome war zu lang. Wird das Paar spielen. Michi, schöne Konzentration, setzt auf dem Deck auf, holt sich die 2. Ja, das kann aber auch super stark. Wie wir hier sehen. Nein, das war halt eine blöde Eichel. Das ist halt es war wirklich eine Eichel. Ja, es ist halt ein Eichenhain und da liegen Eicheln auf dem Deck, da muss man sich schon genau auskennen, wie man das Ganze macht. So, Kevin die 2 gespielt. So um die 3, leider Dummy die 4, was sie natürlich einen Wurf zurücklegt oder zurückwirft. Bahn 2, pünktlich zur DM und kurz vorher dieser schöne Baum hier vorne umgefallen. Die Bahn ist insgesamt 95 Meter lang, häufig im Heiser geworfen. Da hatten wir auch noch 2 Äste, die wir noch kurz vorher weggesägt haben. Ja, und eigentlich Jerome, Michael, Domi, alle gesamt auf minus 27 und nur Kevin mit minus 29, schon 2 Würfe vorne. Wow. Ein Skip Ace auf der 2 gab es glaube ich auch noch nicht. Nee. Rum. Viel Raum. Ja, hier ist viel Raum auf der rechten Seite. Du willst als Rechtshänder eigentlich nur so entweder einen Heiser Flip oder einen kompletten Heiser spielen, dass du im Circle liegst. Wunderbar. Oh, die kriegt ein bisschen viel Glide und wird noch skippy. Noch im Circle, aber schwierig. Quick, du hast oben gespielt. Böse Zungen behaupten ja, du solltest längst in einer anderen Division spielen. Das sind aber ganz böse Zungen. Nein, das war tatsächlich so eine Verbandsgeschichte. Ich habe eine E-Mail bekommen vom Verband, nachdem ich mich bei dem Masters angemeldet habe. Wunderschöner Putt. Ich habe mich bei dem Masters angemeldet, und drohte mir aber der Platz verloren zu gehen und dann habe ich gesagt, ich wollte auf meinem Heimkurs spielen. Schade, Jerome. Ich glaube, da war ein bisschen Gegenwind. Oh nee. Kevin, dann, die 2. Und dann an die Latte. Kevin, schöne 2.
Ups. Oh, ja. Passt ein Pep in. Und schon mal die drei. Das sind ja unsere allerliebsten Lieblingspats, die tappen. So, Bahn 3, meine Lieblingsbahn. Der Korb steht hinten direkt an einem kleinen Hügel. Auch wieder Rollpotenzial. Ist erstaunlich. Es ist so eine. Die wirkt so einfach, diese Bahn, aber sie birgt halt nicht nur Birdies für jedermann. 74 Meter. Hier empfiehlt sich der leichte Enheiser mit dem Putter oder mit dem Midrange. Ein bisschen geheiser von Domi. Perfekt gespielt von Kevin. Top. Und schon Schromi ein bisschen flach. Ja. Ja, der Putt in die Tiefe. Kein Rollpotenzial. Ja. Bleib mal liegen. Interessant. Michi mit einem Pitch-Out. Jawohl, Dumme zu 3. Dumme zu 3. Michi will auch die 3 spielen, obwohl er im Circle war. Also er scheint da so eine Strategie zu verfolgen, die ihm erstmal das Paar sichert und er wartet für die Momente, wo er angreifen kann. Kevin weiter zur 2. Bleibt damit auf Groß und Jerome die 3, Michi, klar, wie genau. Aber erstaunlich, nur ein einziger Birdie von Kevin. Links im Bild sah man übrigens ein Denkmal. Da haben damals die Russen das Foltern geübt. Deswegen ist diese Bahn so signifikant. Ja, die Bahn 4, 82 Meter lang, linke Seite OB. Und es ist auch interessant, dieses Gebäude, was du angesprochen hast, da zeigt man jetzt, wie die Natur sich quasi dieses Gebäude wieder einverleibt. Unzählige Scheiben sind da auf dem Dach. Und es auch ganz friedlich tut. Interessanter Fun Fact zum Bornstedter Feld ist auch, dass Napoleon, als er damals mit seinen Mannen in der Nähe war, war das tatsächlich der Trainingsground von Napoleons Truppen. Woher weißt du denn sowas? Tja. Tom Williamson. So, alle hier den Heiser angesetzt und relativ am Circle auf alle top. Die 2 von Kevin und weiter geht's. 4 in a row. Wenn die Faust fällt, ist das okay. Ich bin. Tut mir leider nicht. Aus dem Birkenhain. Die Scheibe diesmal leider nicht hinein. Michi zur 2, Tom. Ja. Also alle noch am Start. Die erste, das ist. In Potsdam ist es so, du musst einen heißen Start hinlegen, damit du ins Spiel kommst. Also es ist halt schwierig, du musst die 1, 2, 3, 4, 5 Bahnen am besten alle mit der 2 spielen. Wenn du mal eine auslässt, kein Problem. Aber wenn du 2 oder 3 auslässt, dann können dich schon irgendwie die Gedanken einfangen und du wirst vielleicht schlechter. So, Bahn 5, 110 Meter. Entweder der Enheiser über die Birken hinweg und dann steht der Korb hinten rechts oder auch der Heiser ist möglich über den Teich. Ich liebe ja den Enheiser über den Teich als Linkshänder, aber das bin halt ich. Schöner Wurf von Kevin. Kevin hier 7 Meter, 6 Meter am Kopf. Perfekt. Michi sieht ein bisschen steil aus. Ein bisschen überreizt, den Annie. Ich kann es nicht. Wo ist er? Ich kann es nicht erkennen. Da kommt Jerome. Wow, der fliegt. Da sieht man, was Technik ausmacht. Ne? Also gar keine so unbedingte Anfangssituation, also Geschwindigkeit, aber
unglaublich viel Spin und ein super Glide auf der Scheibe. Und hier sehen wir, das Domme geht über den Teich im Heiser. Leider ein bisschen kurz, bleibt da am Hang hängen. Ja, dieser Baum da. Safe, aber. Der Baum da auf der rechten Seite, der bremst die Scheiben schon manchmal. Michi zuerst. Es wird die 3, es wird das Paar. Kein schlechter Score an der Bahn. Ebenso für Domi. Ah, Jerome, top. Hier spielt er die 2 zu lang und die Bahn ist wunderbar. Schon. Wunderbar. Sehr schön. Die Heisernauts wachen auf. Ja. Und auch Kevin wieder die 2, der 5. in Folge. Kevin schlägt zurück. Domi zur 3. Und auch Michi wird die 3 machen. Ja, insgesamt, jawohl. Okay für die Bahn. 2-2 und 2-3. Ah, herrlich. Unsere kurze Bahn mit dem einzig erhöhten Korb auf 78 Meter. Eigentlich auch so ein Must-Have-Birdie in Potsdam. Mhm. Der Korb ist erhöht. Tatsächlich, wir spielen den ja auch nicht als OB. Das heißt, auch wenn man rechts rausgeht in das Dickicht, hat man die Chance, den Korb zu sehen und eventuell auch mal den einen oder anderen Lucky Putt zu machen. Aber hier spielen die alle sehr flach, um wirklich das Ass ernsthaft zu wollen. Aber ein schöner Wurf von Jerome. Michi in Standstill. Driftet ein bisschen zu sehr in den Hang. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt hier in dieser Spielsituation, wo es ja wirklich im Finale um die deutsche Meisterschaft geht, tatsächlich der Asswurf angemessen ist oder bin ich da nur Chicken George? Gute Frage. An der Bahn kann nach hinten raus eigentlich nicht viel passieren. 10 Meter hinterm Korb kommt schon der die Mauer. Aber natürlich die erhöhte Position des Korbes ist, da ist das Ass halt wirklich, da gehen die Leute nicht rauf und versuchen eher die 2 zu holen. Ne? Und wie wir sehen, zum 6. Mal in Folge. Gutes der Kevin. Wahnsinn. Wunderbarer Start. Und vorher beim Michi gesehen, hat wieder angenähert. Wie an der Bahn. Jerome auch die 2. Wie an der Bahn 3 schon, hat Michi nur vorgespielt, um das Paar zu sichern. Und die 3 für den Doppel. Kommen wir auf die Bahn 7. 117 Meter ist sie lang. Die über den Weg rechts. Zweifel kommen da auch mal Zuschauer. Unwissenderweise durch die Bahn gelaufen. Ich frage mich ja immer als Linkshänder, für mich ist die Bahn ja wie gemalt. Ich habe sie nicht designt, aber irgendjemand hat sie für mich aufgemalt und ich komme da ganz gut hin. Aber als Rechtshänder würde ich gerne einen Roller spielen. Warum spielen so wenig Spielerchen Roller, Daniel? Ich glaube, es liegt zum einen an Weg, weil wirklich vom, also wenn man den aufsetzt, da setzen die Spieler, die es versuchen, wirklich auf den Weg auf und dann knackt die Scheibe so rum, dass dieser Roller dann einfach nicht möglich ist. Also ich habe schon viele Roller gesehen. Ich selbst werfe hier häufig einfach den Zeiger an als Rechtshänder. Muss man aber schon ordentlich Druck drauf geben, um die Länge dann zu haben. Also kleines S muss da auch drin sein. Ja, spannend. Eigentlich alle die Top 4. Hier haben wir eigentlich mal eine richtig schöne Linie. Ein bisschen flach, den einfach auf Meter höher, 2 Meter höher. Hier da dran. Okay, als Rechtshänder schon irgendwie ein Bonus-Birdie, oder? Ja, kann man so sagen. Der ist nicht selbstverständlich. Und wie wir hier auch von den Top-Spielern sehen, Jerome zwar relativ nah am Korb, aber durch den Baum halt die Birdie-Chance eigentlich nicht da. Ja, ein ganz komplizierter Part durch. Obwohl manchmal hat man ja so... Hier immer den... Nein! Ich hätte es ihm gewünscht. Schau mal. Ja, Dominik scheint gut drauf zu sein, aber
So dieser kleine letzte Kniff irgendwie. Passt. Kleiner Lobpap, ein bisschen raus aus den Chains. Ah, mal schauen, wie sich das entwickelt. So, wir hatten Jerome und auch Michi jetzt zur 3. Alle spielen die 3. Star Par. That's the name of the game. So, Bahn 8. Wie sieht's denn da aus? Bahn 8 am Wald entlang. Herrlich mit dem Feld. 106 Meter ist die Bahn lang. Heiser, nicht zu nah. Wie spielst du hier als Lefty eigentlich? First Run PD mit einem leichten Annie und aufs Ass hoffend. Und hier, zack. Also, was hier auch wirklich interessant ist, die Windverhältnisse, wie die sich auch tagsüber in Potsdam zu unterschiedlichen Tagen, und Spieler in der Bahn, ändern. Und der Wind drückt hier tatsächlich auf den Wald drauf. Das heißt, der Skip war gar nicht mal so gut in den Waldrennen, weil der Putt wirklich schwer so in den Gegenwind. Genau, der Wind kommt eigentlich immer von rechts vorne bei der Bahn. Und Michi geht da auch rein. Man muss ein bisschen weiter spielen. Die Linie gefällt mir eigentlich ganz gut. Hoch genug. Ja. Ein Traum. Ja. Schön synchron. Ja, und da. Wieder ein Chip-Out von Michael. War es ein Chip, ja? Ja. Das war kein Putt-Versuch. Kevin hat probiert zu putten. Michi nicht. Michi safe für Paar jetzt. Oh. Und da ist der Wind. Schöner Birdie von Domi. Wunderbar. Endlich ist es soweit. Dabei hatte er den Birdie schon, aber. Genau, aber die fehlen einem so nach Bahn 8, 9 fehlen einem schon ein paar Birdies, wenn man nicht andauernd Putts hatte oder Ketten hatte oder einen Korb drin hatte. So. Bahn 9. Traumhaft, Bahn 9. Wir spielen hier auf die Insel, also keine reguläre Bahn. Die haben wir zusammengelegt mit einem Hazard. Du kannst uns ja gleich nochmal erklären, was Hazard heißt. Das heißt, es geht recht raus und dann ist da bis zum Weg ein Stückchen weiter. Ist eine Safe Zone, bis das Hazard beginnt. Genau so ist eigentlich die perfekte Spielweise, rechts ablegen, um dann auf die Insel zu gehen. Der perfekte Drive, genau. Genau, die Spieler probieren hier möglichst weit rechts rüber zu kommen mit dem N-Heiser oder mit dem Sidearm, wie auch immer. Es gibt dann irgendwann eine Auszone, die so ähnlich ist wie eine OB-Zone, aber nicht wie beim OB so gehandelt wird, dass man wieder zurückgeht ins Inbounds, sondern dass man von da, wo die Scheibe aus ist, weiterspielt und trotzdem einen Strafwurf bekommt. Ja, Michi kriegt hier leider den Early Tree und kommt mit seinem zweiten. Ne, den legt er tatsächlich nochmal ab. Safe. Ja. Smart Jerome geht drauf. Will den Birdie. Bleibt vorm Inbounds liegen. Das heißt, er hat zwei Würfe. Ein Strafwurf, der vierte geht auf den Korb. So, das war jetzt der dritte Wurf von Domi. Das heißt, er könnte zum Paar ausgleichen. Ja, Michi liegt auch ran. Wunderbar. Ein Paar ist auf jeden Fall, man wird nichts auf die Gruppe und nichts aufs Feld verlieren, wenn man hier Paar spielt. Eine wirklich gut durchdachte Bahn. Ja, Michi ist ja auch ein sehr, sehr erfahrener Spieler. Und oh. Ui! Das war natürlich ein grober Fehler jetzt an der Bahn. Das war die 5. Das heißt, er fällt von minus 33 auf minus 32 zurück. Es gibt Raum für alle anderen nachzuholen. Alle tappen out. So, Bahn Nummer 10. Ja, 105 Meter.
neuer Abwurf gebaut, den Korb nach hinten gesetzt zur regulären Bahn. Nur die Insel, aus der Insel, in die Insel, rechts, links, hinten, überall OB. Genau, die Wege werden wie Wasser gespielt, das heißt links und rechts vom Weg. Ja, 105 Meter, der Heiser dürfte für alle eigentlich kein Problem sein. Genau, das ist eigentlich für Rechtshänder Heiser Routine. Das machst du jeden Tag. Da rechnet jeder von den vier Spielern mit dem Birdie. Und auch Kevin. Ah, fast schon. Ja, nee, der ist gut. Top. Strom. Zu flach. Sehr flach. Dadurch. Oha, der geht weit. Trägt raus. Hinten raus, viel zu lang. Der Jerome wohl eine Packung Nudeln zu viel gegessen bei dem Wurf. Ja, ist an der Bahn eigentlich nicht so ein Problem. Oh. Und dann kommt noch Pech dazu. Ja, vielleicht wieder ein bisschen Gegenwind. Hier eigentlich ein schöner Putt von Kevin, weil er hat gesehen, Jerome legt ihn an die Latte und Kevin haut ihn rein. Das, Putting with confidence. Ja, hier hat Jerome eigentlich zwei Würfe auf die gesamte Karte verloren. Das ist nicht in seinem, ja. Und die anderen beiden, Michi und Dominik, holen die zwei. Und Jerome nimmt die zu vier. Schade, jetzt geht's aber Bahn. An die Triple Mendo Bahn. Die Triple Mendo Bahn. Eine wunderschöne Bahn. Nicht sehr lang, ca. 60 Meter geht's hier bis zum Triple Mendo und dann ca. 15 Meter da hinten der Korb. Also 75 Meter lang. Viele haben auf dem Night Ace Race das Ganze beleuchtet erleben dürfen. Schöner Wurf von Domi. Sag mal, Daniel, wie kompliziert war es eigentlich, diese Bahn aufzubauen? Für mich ein Traum, ich würde sie gerne immer sehen. Wie schwierig ist das? Ja, also eine Menge Manpower steckt da schon hinter. Und das Tor wird halt letzten Endes zusammengesteckt. Das sind nochmal 2 Meter Module. Entschuldigung, kleiner Fehler von Michi. Ich glaube, er rutscht vorbei am Triple Mendo. Ja, da geht's zur Dropzone. Und das Tor wird zusammengesteckt, liegend. Und dann wird einfach mit Manpower, mit 4 Leuten das Teil aufgestemmt. Und halt noch gesichert, ne, damit auch gar nichts passieren kann. Ja, 8x4 Meter. Oh, das ist aber komische Reaktion in der Luft von dieser Scheibe. Ja. 8x4 Meter sollte man meinen, dass man die wirklich als Profi treffen kann, aber sehr häufig ist das wirklich nicht der Fall. Ja, ich fand die Bahn ein Traum. Ne? Haben wir das erste Mal so gespielt. Wie hast du die gespielt? 2-4-2. Also, ja, schon, passt schon. Aber ich fand das schön, wegen der so eine Hommage an die USDGC, es gibt ja das berühmte Bamboo-Hole, was eigentlich so ähnlich ist. Ja. Und weil wir zeitgleich mit der USDGC gespielt haben, fand ich es toll. Bahn Nummer 12, 86 Meter entlang der grünen Hecke, leichte Senke, eigentlich nur ein gerader Wurf. So, Dome ist mit dem Birdie dran und jetzt auch nur noch 2 Würfe hinter dem Kevin. Und jetzt schauen wir mal, ob er da ist. Ui, oder war er in der Hecke? Ab durch die Hecke. Ab durch die Hecke. Bisschen kurz, war jetzt nicht zu erkennen. Kevin allerdings sehr solide. Ja, sieht top aus eigentlich. Perfekt. Bisschen hinterm Korb. Jerome mit einem überstabilen Etwas. Wow, das ist aber eine komische Reaktion von der Scheibe. Die rollt. Ist nicht ab durch die Hecke, sondern straight aus der Hecke. Ja. Einfach mal ausgekotzt. Auch hier fand ich erstaunlich, wie kompliziert diese Bahn anscheinend zu spielen war. Jetzt hat er die Tür wieder aufgemacht für
Kevin, wenn der den Birdie holt. Auch Michi. Vom Wintersportclub Sönstetten. Nee, Achalm. Entschuldigung. Ja, zwei. Oh, Kevin macht ihn auch nicht. Wir haben zwei Würfe. Heißt es, wenn alles gut geht? Jawohl. Also in einer Finalrunde der deutschen Meisterschaft, dass auf dieser Bahn kein einziger Birdie fällt, erstaunt mich wirklich. Zwei Würfe, wir haben noch vier Bahnen, also alles ist noch drin. Auch die nächsten Bahnen haben es einfach in sich. Wo Tappen und hier nochmal. Genau, die nächste Bahn. Kameradschaft, Kevin holt auch die Scheibe für Jerome noch aus. Bahn 13. 75 Meter, hier geht es rechts rum. Da steht der Korb im Hang. Wirklich tückisch. Die Scheibe kann sich aufstellen und hat einfach riesen Rollpotenzial. So. Also für mich eins der Lieblingsgreens tatsächlich, weil man muss wirklich schauen, wie kommt meine Scheibe zum Stoppen. Ja. Na, der Enheiser bietet sich an, ne? Also als Rechtshänder, da bleibt sie halt, wenn sie jetzt perfekt im Enheiser auch landet, im Hang halt liegen. Warum sehr? Ja, die Bahn ist schon sehr zugewachsen. Hier habe ich auch so das ein oder andere Kritikwort gehört, dass man tatsächlich überlegen sollte, ein paar Äste zu beschneiden. Und das trage ich gerne an den Volkspark weiter in diesem Sinne. Im Hintergrund sah man übrigens das Auto, was man in der nächsten Bahn gewinnen kann. Adam. Das Auto in Gold. Und hier sieht man auch direkt einfach den Roller, so wie der Hang typisch sein kann. Ja, deine Hinweise an die Volksparkbewirtschafter an allen Ehren, aber ich habe mir sagen lassen, dass die Gefahr besteht, dass der Kurs mit der Bebauung drumherum leider immer kleiner wird. Wie sieht es mit der Bahn aus? Die ist auf jeden Fall weg, aber im nächsten Jahr wird sie noch dastehen. Dieser ganze Parkteil links von dem Mainweg oder vom Hauptweg wird mit Wohnungen gebaut werden. Ab 2020, glaube ich. Genau, das betrifft dann auch die Bahn. Hier haben wir schöner Putt von Dummy übrigens zur 3. Und Jerome auch. Ja, da ist er lucky. In normalen Fällen rollt die Scheibe dann auch mal gern 15 Meter weg. Oh, und hier holt jetzt der Kevin die 4. Das heißt, wir haben nur noch einen Wurf. Okay, das ist eigentlich die entscheidende Bahn. Bahn super, 14. Dass es auch gleichzeitig die Astbahn fürs Auto ist. Das heißt, glaubst du, es geht jemand aufs Auto? Also, bisher sind im Turnier alle Leute aufs Auto gegangen. Es sind 84 Meter, eigentlich nicht so weit. Wir haben halt rechts für den Heiser, da haben wir den Baum als Protektor, den da auch der Dome leider erwischt hat. Kleiner Baum, große Wirkung. Ja, und Spoiler Alert, ne? Ich habe das Auto auch nicht gewonnen. Also ich fahre jetzt ein neues Auto. Ja, alle doch sehr verhalten. Schau mal, da kommt niemand, auch nur ans Screen, mal gucken. Es ist natürlich auch wirklich schwierig, da eine Sophie einfach kurz dahinter ist, einige Meter. Aber das sollte es auch so sein. Entweder man entscheidet sich dafür, das Auto zu gewinnen, oder man entscheidet sich, den Titel zu holen. Da ging er OB. Aber das war wirklich eine spielentscheidende Situation, glaube ich. Dummy war ein Wurf weg von Kevin, oder zwei Würfe, puttet ins OB. Jetzt ist ein Two-Stroke-Swing, das heißt, mal schauen. Ja. Dominik spielt wirklich die 4. Aber ich glaube, da gab es keine andere Wahl. Wie Jerome immer gesagt hat, es ist immer noch alles möglich. Es sind zwar jetzt wieder drei Würfer, wir haben noch zwei Bahnen. Dominik muss jetzt alles geben. Und da sind wir auch an der vorletzten Bahn, 15 mit 113 Meter. Auch hier wunderschön gelegen, auch wieder im Hang.
charakteristisch für unsere Bahn hinten. Ja, schön heisert aus. Übrigens, es gibt einen schönen Charlize Theron-Film mit diesen Gartenpyramiden, der in Potsdam gedreht wurde. Es geht irgendwie um Zeitreisen, Science-Fiction. Wo hast du den gesehen? Ja, jetzt erinnere ich mich auch. Hier gab es ja noch eine Story mit Napoleon. So, hier ein bisschen lang. Hier waren wir eben auch gut, also bei denen waren wir eben super. Wunderschön. Also Domme geht jetzt und bleibt gleich am Es ist Baum unglaublich, wie viele kleine Mini-Äste Dominik in der Runde getroffen hat. Entweder die Ketten gut getroffen raus, den Korbrand getroffen, einen kleinen Ast getroffen. Es ist, scheint nicht der Sonntag vom Dominik zu sein. Michi versucht hier die zwei. Ja, war das ein Versuch oder war das eine Annäherung? Na, es sah eher. Also sein. Ja, und Domme jetzt leider zu viele Würfe weg. Kevin macht die Annäherung. Oh, und Jerome holt die zwei. Damit ist der Jerome auch gut dabei. Zwei Würfe off the pace. So, und Bahn 16. Bahn 16, die letzte Bahn. Aber wie ich höre, kommt auch von hinten der Nico zugekippt. Ein Flight dahinter. Gut unterwegs und versucht sich jetzt hier auch noch auf die Plätze zu kämpfen. Ja, fantastisch. Nico hat keine gute erste Runde gehabt, aber hat sich von daher super gesteigert. Und ja, mal schauen, was die Sportler hier an der letzten Bahn noch zeigen kann. Bahn 16, unsere längste Bahn mit 248 Meter. Par 4 ist eine knackige Par 4, aber genau so muss es sein. Und Jerome zeigt, wow, perfekt, da wie wenn sie zu liegen. Spielen haben. Genau. Und es ist auch wirklich schwierig, sich dafür zu entscheiden. Man muss Richtung OB werfen, um einen richtig guten Wurf zu kriegen. Oh, und Kevin hat ihn hier leider nicht getroffen, aber der... Den Enheiser muss man kriegen, um die Länge zu haben. Also zwei perfekte Würfe sind wichtig. Michi Stelzer geht hier über der Familie. Leider OB. Ja, Griplock. Kannst nichts machen. Griplock ist Griplock. Und Slowhand Dummy kommt nicht ganz in den Glide, liegt aber in der Nähe der... So, Michi hier mit dem dritten. Kevin spielt es nur runter, spielt heiser, wahrscheinlich noch ein heiser und ja, ja. Ein heiser Putt und macht eventuell. Also, was geht eigentlich in so einem Kopf dann vor? Nach Hause bringen? Oder was denkt man in so einem Moment an der letzten Bahn? Also, warst du schon mal in so einer Situation? Ich habe noch nie so viel Vorsprung. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, nach Hause bringen. So, Jerome jetzt nicht perfekt. Die letzte Annäherung. Der Driver. Nicht so hier die Crowd. Mit dem Kaffee. Ja, alle mussten sich ein bisschen aufwärmen. Es war tatsächlich gefühlt 10 Grad kälter als in den Tagen zuvor. Ja, leider, aber all in all hatten wir doch schon Glück. Perfekt. Jawohl. Wunderbar. So möchte man gerne den letzten richtigen Wurf machen. Kevin, ich glaube, man kann schon sagen, zur deutschen Meisterschaft perfekt angenähert, gut gespielt. Mit dem Wahnsinnstart der ersten 6-8 Bahnen, die er gebirdet hat, das war wirklich unglaublich. Da konnte keiner mehr mithalten. Aber auch Jerome nach seiner ersten Runde, die gar nicht so gut lief, hat er sich einfach wieder zurückgebracht. Und gezeigt irgendwie, was für ein guter Spieler er ist. Ja.
Und der als Titelverteidiger macht er alle Ehre. Sieht jetzt nach dem zweiten Platz aus. Und ein würdiges Finale auf jeden Fall. Dominik zum Tap-Out-Paar. Es geht weiter wie die ganze Runde. War nicht sein Ketten Paar. Knapp raus. Korbrand. Ast. Ja, gut gespielt. Auch wirklich einer der angenehmsten. Es gab Dr. Delay. Es gab doch eine Scoring-Diskrepanz. Kannst du das nochmal kurz erklären, wie das jetzt zustande kam am Ende? Ich möchte das hier nicht im Detail darlegen. Ich glaube, das ist in der Aufregung des Meistermoments für Kevin, der zum zweiten Mal deutscher Meister wurde nach 2016. Da hat man sich verrechnet, was leider dazu führte, dass Dominik zwei Strafpunkte bekam. So richtig Schuld kann man ihm eigentlich nicht geben. Er muss aber die Verantwortung tragen. Er rutschte dadurch auf den vierten Platz zurück, zusammen mit Michi Stelzer und der bereits erwähnte Nikolai Zulukidze. Zwischenzeitlich mal Novaraner, jetzt wieder zurück in der Hauptstadt, ist dann tatsächlich auch ein ordentlicher und verdienter Dritter geworden. Das war, finde ich, ein spannendes Finale. Das war eine tolle DM. Also Gratulation an den TD Daniel. Frolf war wieder dabei, durfte wieder dabei sein, hat viel Spaß gemacht. Das Kommentieren heute fand ich grandios. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei meinem Freund Greg Marter. Danke dir, Dr. Delay. Danke, Daniel. Ich komme wieder. Und einem echten Profi-TD, Daniel Blank. Ja, ich bedanke mich natürlich auch, dass ich hier dabei sein durfte. Danke, Greg. Danke, Dr. Delay. Herzlichen Glückwunsch, Kevin Konsor, der neue deutsche Meister 2018 im Disc Golfen und auch allen anderen Divisionsgewinner. Ihr wart top. Frolf bedankt sich für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal.